geben. Ich danke dir, Christian. Hört ihr mich? Hinten auch? Ja, hallo, ich heiße Dirk. Ich bin seit 20 Jahren unterwegs als Trainer und Coach, meistens in Unternehmen. Und es ist jetzt für mich schwer, hier zu reden, weil ich bin jetzt ein bisschen der Spielverderber. In Unternehmen bin ich das auch. Ich komme immer, um die Party zu verderben. Und dann stelle ich so total unangenehme Fragen. Und dann sind die Leute immer total angepisst, dass ich wage, solche Fragen zu stellen. Aber genau das habe ich jetzt auch vor. Und ich glaube, es ist dringend Zeit, dass wir anfangen, also auf uns selber zu gucken und mal ein kleines bisschen selbstkritisch zu werden. Und offen und ehrlich mit uns selber umzugehen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Frage 1. Wer ist seit letztes Jahr dabei? Mal Arme hoch. Bitte hebt den linken Arm, nicht den rechten, den linken. Pass als Deutscher immer auf, wo du deinen rechten Arm hinstreckst. Also, Arme hoch. Wer ist seit letztem Jahr dabei? Ganz viele. Wer ist neu? Wow. Wow. Aha. Meine Frage, habt ihr irgendwann heute irgendwas gehört, was ihr noch nicht gewusst habt? Hat euch irgendjemand heute irgendetwas Neues erzählt? Nein. Was soll das dann? Glaubt ihr, dass wir dieses Land verändern, indem wir demonstrieren? Glaubt ihr, das wirklich ernsthaft funktioniert das? Hat das bis jetzt geklappt? Werden wir mehr oder werden wir weniger? Wer hat heute hier mehr Leute erwartet? Aha. Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr jetzt seht an Beteiligung hier? Nein! Gut. Dann lass uns darüber reden. Werden wir dieses Land durch Demonstrationen verändern? Lass uns mal was machen. In Unternehmen ist das geil, da nennt man das Szenariotechnik. Das ist so Management-Sprech. Kennt ihr das? Management-Sprech. Es ist immer, wenn die irgendeinen hochtrabenden Ausdruck für irgendwas total Popeliges haben. Szenariotechnik heißt einfach, wir spinnen mal ein bisschen rum. Lass uns spinnen. Im September wird die Regierung abgewählt und die Basis macht meinetwegen 40% und macht mit der FDP zusammen eine Bundesregierung. Glaubt ihr, das ist es dann? Oder am 1.8. in Berlin, ich wünsche mir, dass da 5 Millionen Leute hinkommen, wirklich, ich wünsche es mir. Aber stellt euch vor, am 1.8. in Berlin kommen 5 Millionen, das sind unsere feuchten Träume. 5 Millionen Leute. Und weil es so toll ist, marschieren wir direkt durch zum Bundeskanzleramt, ist nicht weit. Und dann schmeißt mal Frau Merkel raus. Ist es das? Nein. Bauen wir dann wirklich eine neue Gesellschaft? Wenn der gleiche Geist, der die alte Gesellschaft wegradieren will, eine neue Gesellschaft baut, glaubt dann irgendjemand, dass da was Besseres rauskommt als vorher? Ein neues System kommt. Aber wir sind ja die Guten, deshalb wird es ja besser, stimmt? Sagen die anderen auch, oder? Was wird dieses Land verändern? Was? Ich sag's euch, wovor haben die am meisten Angst? Vor dem hier? Nein. Die haben Angst davor, dass wir uns selber ermächtigen. Und jetzt kommt was Bitterböses für jeden. Wisst ihr, was der erste revolutionäre Schritt ist, diese Gesellschaft wirklich nachhaltig zu verändern? Kündige deinen verdammten Scheißjob. Wenn wir das, was wir glauben, geschätzte 5 bis 10 Millionen Leute sind, und diese 5 bis 10 Millionen Leute schmeißen ihren Job, das hat eine Auswirkung. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie wir wirklich eine andere Gesellschaft bauen, und dafür brauchen wir die nicht mehr. Wir ziehen uns da einfach raus, und das ist ja auch schon seit einem halben Jahr in der Diskussion, wir müssen eine parallele Gesellschaft machen. Ja, dann machen wir das auch. Und dann müssen wir damit anfangen, und da gehört jeder Einzelne dazu, und dann müssen wir etwas lernen, was wir nicht können, und das wird brutal. Wir müssen Gemeinschaft lernen, wir können es nicht. Ich erlebe es gerade überall. Und das, was ich hier sehe, ist das Resultat davon. Wie viele Querdenken-Initiativen gibt es? 70, 90, 100? Seien wir ehrlich, die Hälfte von denen ist zerstritten. Oder im Burnout. Das sind Initiativen. Und das merkst du, wenn du in so einer Initiative mitmachst, dann nach ein paar Wochen fragt dann mal einer, sag mal, wo ist denn der Rudi? Ja, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wo ist denn die Hilde? Ja, keine Ahnung, ist auch weg.
Und irgendwann ist noch ein, zwei Leute und die versuchen dann, das ganze Ding aufrecht zu erhalten. Das funktioniert nicht. Wir müssen Gemeinschaft lernen und das geht so nicht, wie wir das momentan machen. Uns fehlen elementare Fähigkeiten, was das Kommunizieren betrifft, und zwar nicht nur mit den anderen. Hey Leute, ich verkaufe keine Kochrezepte, wie man andere Leute überzeugt, weil das nicht geht. Sondern ich mache mit Menschen zusammen Workshops, dass wir untereinander besser miteinander klarkommen und diese Gemeinschaft bauen können. Und dazu müssen wir Fähigkeiten lernen, die wir heute nicht haben. Wir müssen lernen, miteinander zu reden, nicht übereinander. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir auf dieser Inhaltsebene irgendeinen Menschen überzeugen können. Es geht nicht. Wir hatten letztes Wochenende bei uns zu Hause ein wunderschönes Seminar. Meine Frau und ich machen Seminare Persönlichkeitsentwicklung mit Pferd. Normalerweise sind da nur Leute wie ihr dabei. Und da war über Empfehlung eine dabei, wussten wir nicht. Die war Maßnahmenbefürworterin und geimpft. Das war am Anfang ein bisschen Schock, als wir so das machen, was wir natürlicherweise machen, nämlich miteinander über diesen ganzen Wahnsinn reden. Und dann war sie etwas schockiert. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den ganzen Tag nicht über Corona und über Inhalte reden. Und am Ende vom Tag gab es ein spektakuläres Ergebnis. Wir haben uns alle umarmt. Und wir haben mit dieser Frau eine Umarmung gehabt, die an Herzlichkeit nicht zu überbieten war. Und das Schöne ist, die Erfahrung, die sie gemacht hat, wird sie viel mehr verändern, als wenn wir einen ganzen Tag mit ihr über Corona diskutiert hätten. Und das ist das, was ich hier gerne euch mitgeben will. Wisst ihr, was uns hier auf diesen Demos, wir müssen eine andere Haltung zu Demos finden. Warum gehen wir dahin? Nicht um das System zu verändern, sondern warum gehen wir auf Demos? Um uns zu verbinden, das, was wir hier machen. Um uns zu vernetzen, um uns kennenzulernen. Wir müssen Adressen tauschen, wir müssen Netzwerke bilden, die funktionieren ohne Internet und ohne Telegram. Wir müssen viel tiefer miteinander in eine Beziehung gehen. Und wir müssen Lebensfreude transportieren. Und das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was uns wirklich unterscheidet, die Lebensfreude. Weil das ist das Einzige, womit wir die da, habt ihr die gesehen da vorhin? Womit kriegen wir die? Doch nicht mit Argumenten. Mit Lebensfreude, weil die neidisch auf uns sind, weil die sich auch gern umarmen würden und weil die auch darunter leiden, dass sie das nicht dürfen. Das sind unsere Chancen. Und dazu müssen wir eins, und das ist der Schluss für mich, wir müssen aufhören mit Demoaktivismus. Kennt ihr Demoaktivismus? Ja, wir haben jetzt eine wichtige Sitzung, das sind ganz wichtige interne Sachen zu besprechen. Ja, geht nicht, da ist eine Demo, müssen wir hin. Ach so, okay. Wisst ihr, wie viele Initiativen auseinandergeflogen sind im letzten Jahr, weil sie nicht in der Lage waren, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist? Da gibt es eine Initiative, die kriselt schon eine ganze Weile. Und da ist ein Treffen ausgemacht, wo man sich mal unterhalten will über grundsätzliche Sachen und über das Miteinander. Und dann ruft einer an und sagt, da ist eine Demo, da müssen wir alle hin. Und alle gehen auf die Demo und alle vergessen, miteinander klarzumachen, dass es viel wichtigere Probleme gibt. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow, kennt ihr jemanden? Maslow. Dem wird ein Satz zugeschrieben, der lautet: Wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht für mich jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das ist mein Problem hier. Das ist unser einziges Werkzeug, demonstrieren. Und wenn mein einziges Werkzeug demonstrieren ist, dann sieht für mich jedes Problem aus wie ein Befehl von oben, gegen den ich Widerstand leisten muss. Und es wird Zeit, dass wir aus diesem Aktivismus rauskommen und dazu finden, dass wir lernen. Wir haben mehrere Lernschritte vollzogen als Gemeinschaft. Wir haben gelernt, Virologen zu sein. Wir haben gelernt, Statistiker zu sein. Wir haben gelernt, Anwälte zu sein. Nur jetzt kommt eine Lernaufgabe vor uns, die hat nichts Fachliches mehr. Jetzt geht es um Persönlichkeit. Jetzt geht es um uns. Es geht um Kommunikation. Und das wartet nicht. Es gibt, kennt ihr die Geschichte von diesem Bauern, der die Hühner hält? Ganz toll, macht er wunderbar, Freilandhaltung, fühlen sich alle wunderbar, die Hühner. Der Bauer hat dummerweise ein Loch im Zaun. Und weil er ein Loch im Zaun hat, muss er die ganze Zeit draußen rumlaufen und die Hühner fangen. Und da sieht ihn sein Nachbar und fragt, hey, wieso flickst du den Zaun nicht? Und er sagt, ich habe keine Zeit, ich muss Hühner fangen.
Und das ist unsere Aufgabe jetzt. Und damit verabschiede ich mich. Wir müssen jetzt lernen, miteinander zu reden, miteinander auszukommen, Gemeinschaften zu bilden. Wir müssen tief gehen und wir müssen uns mit uns beschäftigen und nicht versuchen, die Welt da draußen besser zu machen, die wir nicht besser machen können. Machen wir erst uns besser. In diesem Sinne, wir sehen uns in Berlin.